Im U-Ausschuss zum Thema rot-blauer Machtmissbrauch, da geht es jetzt hart auf hart. Ich fange jetzt mal mit einer bisschen provokanten Frage an. Ist das nicht nur noch Schmutzwäsche, was da rausgeholt wird? Bringt das tatsächlich was? Bringt das tatsächlich Licht ins Dunkel? Oder sind die ganzen Verstrickungen schon so kompliziert, dass Otto-Normalverbraucher und der Durchschnittswähler dem sowieso nicht mehr folgen kann? Beides stimmt. Es ist natürlich Schmutzwäsche, die gewaschen wird. Und es ist natürlich Wahlkampf. Und die ÖVP versucht da gegen die FPÖ zu mobilisieren. Aber auf der anderen Seite, es gibt die Schmutzwäsche, die ist ja da, im Falle der Spionagefall rund um den Kärntner BVD-Mann Egisto Ott, der jetzt aufgeploppt ist, den der Urschuss eigentlich gar nicht untersuchen wollte. Und die ÖVP versucht halt jetzt über Hintertürchen und Seitenwege den Fall Egisto Ott in diesen Urschuss zu bringen. Immer nämlich, der war damals unter anderem einer der Innenminister, unter denen Ott gearbeitet hat, war damals eben Herbert Kickl. Es gibt klare Verbindungen von Kickl, von Ott zu FPÖ, besonders zu dem damaligen Abgeordneten Hans-Jörg Genewein. Da gibt es Chats, um Geld, das möglicherweise geflossen sein soll. Und das will die ÖVP natürlich jetzt in den Urschuss bringen. Wir sind ein halbes Jahr vor einer Nationalratswahl. Das ist klar, dass sie das versuchen. Er sagt, die FPÖ war schön und gut, dass die ÖVP das machen will, nur sie schießt sich damit ins eigene Knie. Denn Egisto Ott gibt es nicht nur seit oder gab es nicht nur seit der Ära Schwarz-Blau, sondern es gab Egisto Ott schon wesentlich länger. Und damals war das Innenministerium unter schwarzer Führung. Kann man da irgendwie einen Konnex spinnen? Tut sich die ÖVP da tatsächlich keinen Gefallen, wenn sie sich zu sehr auf Egisto Ott einschießt, den sie ja eben schon unter schwarz Innenministern gegeben hat? Es ist richtig, Egisto Ott hat Karriere gemacht unter schwarzen Innenministern. Seit 2000 gibt es durchwegs ÖVP-Innenminister mit eben einer Ausnahme Herbert Kickl. Das kann die FPÖ Ihnen natürlich um die Nase schmieren und immer wieder sagen, der Innenminister, der die unter dem eine gescheiterte Suspendierung Otts versucht wurde, war eben Wolfgang Sobotka. Das hat auch David Herrmann-Menn gerade angesprochen. Natürlich sind die ÖVP-Innenminister dafür verantwortlich, dass man dem Ott nicht schneller auf die Spur gekommen ist, beziehungsweise dass man ihn besser kaltgestellt hat, weil kaltgestellt wurde er, ja, aber eben nicht kalt genug. Das war in dem Amt. Du meinst nicht russisch? Nicht russisch kalt oder nicht gesetzlich kalt. Und das kann man der ÖVP natürlich immer wieder entgegenhalten. Aber ich glaube, die Verbindungen zur FPÖ sind da schon wesentlich brisanter. Brisant sind natürlich auch die Auskunftspersonen, die insbesondere heute geladen worden sind. Weil gerade jene Person, die jetzt zur Stunde spricht, Alexander Höferl, der tut sich ein bisschen schwer, dass er da aussagen muss. Sehr begeistert ist er nicht. Er hat sich schon darüber informiert, was er sagen muss, wie viel er sagen muss, ob er sich nicht irgendwie entschlagen kann. Was ist das für eine Figur in dem ganzen, fast schon möchte ich sagen, Zirkus? Alexander Höferl ist ein FPÖ-Mitarbeiter, der schon sehr lange bei der FPÖ ist. Mir ist er aufgefallen, als er Mitarbeiter des damaligen dritten Nationalratspräsidenten Martin Graf war, der ein besonders Rechtsaußen-Typ in der FPÖ war, und auch Alexander Höferl, die haben dann diesen Blog Unzensuriert gegründet, wo auch Höferl immer wieder engagiert war. Und Höferl gehört, wenn man so will, ein bisschen zum rechten Rand der FPÖ. Und der ja recht breit ist innerhalb der FPÖ. Ja, aber da gibt es schon noch Abstufungen. Und Höferl war Kommunikationschef oder sollte Kommunikationschef werden im Kabinett von Herbert Kickl. Er ist es dann eh nicht geworden, aber er war dort Mitarbeiter und offensichtlich für die Inseratenvergabe zuständig. Und Höferl wird jetzt gerade ein bisschen gegrillt darüber, in der Frage, welche rechtsextremen Medien aus dem Innenministerium Inserate bekommen. Da hat ja die Eva-Maria Holz-Leitner in ihrem Eingangsstatement davon gesprochen, dass sie gesagt hat, man hat unter anderem in diesen Medien, ja, ob das jetzt alles Roger ist oder der Wochenblick, die sie da angeführt hat, ja, da hat man Polizeirekruten versucht zu finden, und sie hat gesagt, das geht natürlich überhaupt nicht. Aber ist das tatsächlich so? Ist das schon allein etwas, wo man sagt, das kann man nicht machen? Oder ist das nicht doch am Ende des Tages gerechtfertigt, weil die Medien, wenn sie so recht sind, hätten sie verboten werden müssen, wenn sie tatsächlich jetzt so gefährlich für
für die Gesellschaft gewesen sind, wurden sie aber niemals. Es gibt diese Medien. Kann man da nicht irgendwie argumentieren, dass es durchaus okay ist, dort Inserate für Polizeirekruten zu schalten? Naja, es hat eher den Anschein, als ob diese Medien, diese rechtsextremen Medien, finanziert werden durch Steuergeld auf diese Weise. Ich glaube nicht, dass die Konsumenten dieser Medien unbedingt jetzt als Polizisten in Frage kommen. Das schaltet man doch eher in großen Zeitungen und nicht in wenn man so will, Zeitungen mit Mini-Auflagen. Also das muss sich die FPÖ, den Vorwurf muss sich die FPÖ, glaube ich, schon gefallen lassen. Also hier siehst du durchaus irgendwie schon mal einen wirklichen Machtmissbrauch, der stattgefunden hat. Ja, ein Machtmissbrauch, der leider üblich ist, weil wenn man sich jetzt anschaut, die Inseratenbelegungen des Landwirtschaftsministeriums sind die weißen ÖVP an Bauernzeitungen, kann man das wieder der ÖVP entgegenhalten, aber das macht die Sache natürlich nicht besser. Die Sache nicht besser macht natürlich auch das Video nicht, welches Andreas Hanger heute angesprochen hat. Er hat sich vor die Journalisten gestellt und hat da wirklich einen tollen Spannungsboden aufgebaut. Man ist gesessen, hat sich gedacht, welches Video meint er? Er hat gesagt, wir haben nicht die Rechte, dass wir es den Journalisten zeigen. Wir dürfen uns nicht viral gehen lassen. Aber es gibt ein Video, wo eben ganz klar belegt wird, dass die FPÖ nachweislich versucht, die Bevölkerung zu täuschen in Form von Fake News. Ja, alle waren dann natürlich schon sehr gespannt. Es gab sofort die Nachfragen, welches Video ist das, um was handelt es sich? Ja, und dann kam der Christian Hafenecker von der FPÖ und hat das Ganze entkräftet. Er hat gesagt, es ist ein Video von der RTL-Gruppe aus einer Doku, welches in Wahrheit schon einen Bart hat. Was kann man über dieses Video sagen, über den Inhalt? Weißt du da irgendwie ein bisschen mehr? Ehrlicherweise weiß ich über das Video gar nichts. Ich habe mich ein bisschen auf Kickl konzentriert, der ja am Nachmittag drankommt, und ich habe das nicht mitbekommen. Na, dann reden wir gleich einmal über den Herbert Kickl, wenn du sagst, du hast dich auf ihn konzentriert. Was kann man denn heute von seiner Aussage erwarten? Weil Herbert Kickl ist ja doch eigentlich jetzt wirklich der spannendste Gast, den dieser U-Ausschuss zu bieten hat, der eingeladen wurde und der auch tatsächlich kommt. René Benko hat ja abgesagt, der wäre sicher auch aufregend gewesen. Aber was kann man über Herbert Kickl sagen? Naja, Herbert Kickl war damals Innenminister oder eineinhalb Jahre Innenminister von Ende 2017 bis Mitte 2019. Und ihm wird halt vorgeworfen, diese engen Kontakte seines Vertrauten Hans-Jörg Genewein zu Otto auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Zerstörung des BVT. Und das wird auch der Angelpunkt sein, wo die ÖVP-Abgeordneten rund um Hanger versuchen anzuknüpfen. Die Verfahrensrichterin hat schon gewarnt, dass sie die Russensache nicht aufs Tapet bringen darf, weil das vom Urschuss nicht umfasst ist, vom Ermittlungsauftrag. Sehr wohl aber Kickls Amtsführung als Innenminister. Und da geht es eben um diese BVT-Razzia und die Frage, ob die nicht sogar von Russland ausgesteuert wurde. Spannende Frage. Ob es da Antworten darauf geben wird, wird sich dann noch zeigen. Viele fragen sich natürlich auch, warum darf man da jetzt nicht mehr Fragen stellen, wenn doch jetzt irgendwie diese Meldung neu gekommen ist. Zum Zeitpunkt, wo man den U-Ausschuss eben beantragt hat, da konnte man Egisto Ott ja noch gar nicht wissen, den konnte man da ja nicht mit aufhören. Ist das nicht, besteht da nicht eine Möglichkeit, dass man aus aktuellen Gründen noch diesen Zusatz in die Beantragung mit hineinnimmt? Gibt es da keine Möglichkeit dazu? Nein, den Ermittlungsauftrag kann man nicht mehr ändern im Nachhinein. Der Grund liegt darin, dass die Parteien in diesem U-Ausschuss wie in Schützengräben liegen und aufeinander ballern und da ein ganz strenges Korsett ist, um das irgendwie im Griff zu lassen. Das ist der Grund eigentlich dafür. Ich glaube aber, dass der Vorsitzende, der heute tagt, der Abgeordnete Wolfgang Gerstlein, ÖVP-Mann, diese Fragen zulassen wird und die Verfahrensrichterin overrulen wird und die FPÖ wird sich fürchterlich aufregen, dass da Dinge gefragt werden, die nicht im Ermittlungsauftrag stehen. Aber das wird egal sein, glaube ich. Ich glaube auch, dass Herbert Kickl nicht auf den Mund gefallen ist. Der wird sich da schon wehren können. Also das glauben wir tatsächlich alle. Es steckt ja in diesem U-Ausschuss ein bisschen der Teufel drin, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Für viele ist es ja schon Herbert Kickl, aber von dem ist ja definitiv nicht die Rede, sondern wir sprechen von Reinhard Teufel. Das ist jener Mann, der nach Herbert Kickl dann ab 15 Uhr voraussichtlich zu seiner Aussage kommen wird. Wer ist denn das und was gibt es denn bei ihm, wo man besonders hellhörig geworden ist? Reinhard Teufel ist Kickls engster Vertrauter. Er war lange für ihn im Parlamentsclub tätig. Er war auch mit ihm im Innenministerium damals. Inzwischen ist Reinhard Teufel Klubobmann der FPÖ in Niederösterreich im Landtag und als
dort als Statthalter Kickl. Kickl wohnt in Niederösterreich, in Burgersdorf. Die niederösterreichische FPÖ ist inzwischen seine politische Heimat geworden und er steuert faktisch die Zusammenarbeit der FPÖ in Niederösterreich über den Teufel weg, hin über den Teufel. Und insofern ist die Vorladung Reinhard Teufels logisch, weil der war damals auch im Innenministerium. Da gibt es ja auch die Diskussion über die Verwendung seines Dienstwagens. Zweimal die Erde hat er mit dem umrundet? Ja, und er hätte eigentlich keinen haben dürfen, laut internen Ordnung des Innenministeriums, auch der anderen Ministerien. Dienstwegen haben Minister, also spezielle Dienstwegen haben halt Minister und Staatssekretäre und Ministerinnen und Staatssekretärinnen, aber keine Kabinettschefs. Also das war, die nehmen normalerweise einen Wagen aus dem Pool, wenn sie einen brauchen, aber Reinhard Teufel hat offensichtlich, zumindest lassen das die Akten aus dem Urschuss, zu einem exklusiven Dienstwagen gehabt und das wird ja wohl auch gefragt. Offensichtlich war es einer, der sehr viel Spaß macht, wenn man ihn fährt, weil er war fleißig und viel unterwegs. Heute wird es natürlich noch sehr, sehr spannend werden, was da tatsächlich ans Licht kommt. Herbert Kickl hat ja ausrichten lassen über seine Parteikollegen gestern bei der großen Pressekonferenz von Norbert Hofer und auch Generalsekretär Christian Hafenecker, dass dem Ganzen eigentlich relativ entspannt entgegenblickt, weil es wird ein Boomerang für die ÖVP werden. Schätzt du das so ein, dass es tatsächlich ein Boomerang wird und glaubst du, dass es heute tatsächlich noch eine Bombe gibt, die platzen wird? Weil bei der gestrigen FPÖ-Pressekonferenz ist ja auch schon eine Anspielung gefallen in Richtung Gattin vom Bundeskanzler Karl Nehammer. Naja, Karl Nehammer ist noch nicht im Fokus, aber er war nach Herbert Kickl beziehungsweise nach Wolfgang Peschern und selbst Innenminister. Also das wird ihm im Wahlkampf wohl auch noch entgegengehalten werden. Und das ist vermutlich das, was die FPÖ meint. Das mit dem Bumerang würde ich nicht so ernst nehmen. Was soll die FPÖ machen? Die sind derzeit, glaube ich, sehr in der Defensive. Die Russland-Nähe der FPÖ, einerseits durch diesen Freundschaftsvertrag und andererseits, wie sich herausstellt, jetzt durch die Verbindungen von dem Ott zum FPÖ-Abgeordneten Jeneweine, schon evident. Ich erinnere nur an die Hochzeit von Karin Kneißl in der Südsteiermark, wo der Putin angetanzt ist. Also die Kneißl, die inzwischen als frühere FPÖ-Politikerin in Russland lebt, also diese Russland-Punze wird die FPÖ nicht so schnell weg los. Und ob der Bumerang jetzt irgendwann die ÖVP trifft, ist ja nicht die Frage, sondern es geht jetzt einfach darum, gibt es von der FPÖ Verwicklungen, wie stark sind die nach Russland? Und vor allem die Kernfrage, hat die FPÖ gewusst, dass der Ott ein Spion ist oder hat sie das sogar gefördert? Das wäre dann der eigentliche Skandal. Ob der Christian Hafenecker jetzt einen Bumerang fliegen sieht, finde ich da jetzt nicht so bemerkenswert. Aber diese Russland-Keule ist ja momentan ein bisschen schick geworden, dass man die zur Anwendung bringt. Aber in Wahrheit muss man doch sagen, dass europaweit sämtliche Politiker sich sehr stark zeitweise um eine Annäherung zu Putin bemüht haben, ihn hofiert haben. Ich erinnere mich da an große Polittreffen. Da gibt es dieses berühmte Foto, das Strandkorb-Foto, wo wirklich sämtliche Nationen nebeneinander sitzen und in der Mitte Angela Merkel und neben ihr Wladimir Putin. Also man hat ihn schon immer sehr stark hofiert, also in Zeiten vor dem Ukraine-Angriffskrieg natürlich. Ja. Aber kann man da wirklich einen Vorwurf in Richtung FPÖ machen, dass es sich um eine starke Verbindung zu Russland bemüht hat? Weil schließlich haben das früher doch alle getan. Ja, vor 2014, der FPÖ-Vertrag. Also 2014 wurde die Krim annektiert und der Ostteil der Ukraine. Da hat das eigentlich begonnen und der FPÖ-Vertrag wurde 2016 abgeschlossen, also 2 Jahre danach, wo das eigentlich noch relativ frisch war. Das ist schon bemerkenswert. Und Angela Merkels Partei hat keinen Freundschaftsvertrag mit der Partei von Putin. Angela Merkel war die größte, die wichtigste Regierungschefin Europas. Also das ist ein bisschen ein Unterschied, würde ich sagen. Aber ja, den Vorwurf, Putin hofiert zu haben, muss sich natürlich auch die ÖVP machen lassen. Sie hat damals unter Sebastian Kurz diesen langfristigen Gasliefervertrag der OMV mit der Gazprom abschließen lassen. Da gibt es ja die Fotos, wie Putin und Kurz freundlich hinter den unterzeichneten Generaldirektoren stehen. Das ist ja fast eine Bussi-Bussi-Szene zwischen den Generaldirektoren, ja, muss man sagen. Und man muss auch dazu sagen, der Ausstieg aus dem russischen Gas wird von der Regierung, und da ist halt die ÖVP federführend, mehr als zögerlich angegangen. Eigentlich gar nicht, muss man sagen. Auch das muss der ÖVP entgegengehalten werden. Ja,
Aber jetzt geht es halt um diesen Spionagefall Ott. Und da ist leider die FPÖ, ich sitze da in der ersten Reihe. Weil du jetzt gerade vom Freundschaftsvertrag gesprochen hast zwischen einiges Russland und der FPÖ, da hat ja auch gestern Norbert Hofer Stellung dazu genommen. Er hat gesagt, dieser Vertrag ist schon längst ausgelaufen, er ist niemals verlängert worden. Es hat dann eben auch kein offizielles Schriftstück, also keine Kündigung gegeben, weil es der überhaupt nicht bedarf hat, weil das Ganze überhaupt nicht rechtlich bindend ist. Und weil eben, wie gesagt, das sowieso schon ausgelaufen ist. Es gibt da nur einen lapidaren Schriftverlauf von der Partei aus Russland, die dann eben geschrieben hat, ja, man nimmt es ohne Emotionen zur Kenntnis, dass dieser Vertrag nicht weiter verlängert wird und dass er halt nach 5 Jahren ausgelaufen ist. Gilt das für dich jetzt als Beweis dafür, dass die FPÖ keinen Vertrag mehr mit einiges Russland hat? Oder ist das jetzt so ein bisschen das Hintertürchen, was die nutzen, um sich da nicht klar zu positionieren, weil man in Wahrheit immer noch relativ russlandnah ist? Dazu gibt es zwei Dinge zu sagen. Erstens, Norbert Hofer hat einfach nicht recht. Der Vertrag verlängert sich nämlich von selbst. Er hätte schriftlich gekündigt werden müssen und bis heute hat die FPÖ sein schriftliches Kündigungsschreiben nicht vorgelegt. Dass der Vertrag möglicherweise nicht gegenstandslos ist oder die Inhalte des Vertrages, die gemeinsame Konferenzen und Kooperationen in allen möglichen Politikbereichen vorsieht, vielleicht jetzt gerade nicht erfüllt wird, mag schon sein, aber formell wurde der Vertrag nie aufgekündigt und das Schreiben gibt es einfach nicht. In dem Vertrag steht drin, er verlängert sich selbst von selbst, wenn er nicht schriftlich gekündigt wird und dieses Schreiben hat die FPÖ einfach nicht vorgelegt. Also da hat Norbert Hofer nicht recht. Wo er vielleicht recht hat, ist, dass der Vertrag einfach nicht erfüllt wurde. Ja.